Hey ihr, da bin ich wieder und wo sind wir hier? Ganz einfach in meiner Garage. Das Video, was ich jetzt hier mache, wollte ich euch eigentlich draußen zeigen, aber habe dann gemerkt, dass in meinen Rucksack das Stativ nicht reinpasst. Und das brauche ich aber ganz dringend, weil ansonsten könnte ich jetzt gerade nicht so aufnehmen, wie ich halt jetzt aufnehme. Ja, was zeige ich euch hier? Und zwar mein neues Spielzeug und auf dem sitze ich gerade drauf und ich glaube, das kann man schon ziemlich gut erkennen, was es ist. Ich habe vor kurzem einen, das ist übrigens das Kabel hier vom Mikrofon, einen Motorradführerschein gemacht und ja, das wollte ich jetzt euch einfach mal zeigen. Ich habe ja schon mal in ein paar Videos gesagt, dass ich für etwas spare und auch etwas am Machen bin, was ein bisschen größer ist und auch, naja, ein bisschen teurer ist. Und naja, das ist es. Ich habe den Führerschein gemacht, natürlich dann auch direkt ein Motorrad geholt, beziehungsweise das hier hatte ich sogar schon, bevor ich den Führerschein hatte, jetzt nicht irgendwie schon Monate davor, aber eine Zeit lang davor. Und ich hoffe übrigens auch, dass ihr draußen die Straße jetzt nicht zu krass hört, weil naja, ich wohne halt direkt hier an der Hauptstraße, hab zwar das Garagentor jetzt zu, aber wie viel das jetzt wirklich springt, weiß ich nicht, weil naja, das ist nur eine Garage und die ist nicht unbedingt jetzt überall zu allen Seiten hin wirklich so dicht. Ja, ich würde sagen, ich hole es jetzt einfach mal vom Stativ runter und dann gehen wir mal eine Runde oder auch mehrere um das Motorrad hier. So, ja, das ist sie. Das ist mein Motorrad. Das ist eine Kawasaki Vulcan S oder Vulcan S. Ich sage immer Vulcan S, weil das ist ja auch in Englisch geschrieben. Also tu es auch einfach mal Englisch aussprechen. Ja, und wie ihr seht, das ist ein Cruiser, so ein kleiner Chopper, sage ich mal. Ziemlich cool. Ich fand so Dinger, ach, warum habe ich überhaupt einen Führerschein gemacht? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich fand Motorräder schon immer cool. Ich wollte auch schon seit Jahren eigentlich einen Motorradführerschein machen. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist bei mir jedes Jahr dasselbe gewesen. Ich habe halt das vorgehabt und dann habe ich mich aber dann irgendwie nie, naja, den letzten Schritt gemacht. Also quasi dann halt mich in der Fahrschule halt anzumelden und jedes Jahr, wenn die Saison für Motorradfahrer wieder anfing, habe ich mich dann ein bisschen geärgert, dass ich jetzt nicht selber mitfahren kann und tritratolala. Und das wirklich über Jahre hinweg, das war immer so ein Hin und Her. Und dieses Jahr, ich weiß eigentlich gar nicht genau, woher dann der Impuls dann halt kam, das dann doch halt richtig mal anzugehen, habe ich mich dann einfach mal angemeldet, bin dann halt einfach mal so ein bisschen rumgefahren, habe ein bisschen online gesucht nach Fahrschulen und naja, bin dann einfach bei irgendeiner angemeldet und dann mit dem ganzen Kram halt angefangen. Ja, was man jetzt hier gerade leider nicht so gut sieht, ist die Farbe von dem Motorrad. Und zwar ist das hier ein sehr, sehr dunkles Lila. Das kommt jetzt hier eher, naja, so schwarz-blau rüber. Aber das Motorrad wird eh noch, das kriegt noch eine andere Farbe. Und zwar Ende diesen Monats oder halt Anfang nächsten habe ich schon, da werde ich noch einen Termin machen beim Folierer. Und ja, dann wird das Ganze dann noch ein bisschen mehr lila. Jetzt bin ich gerade im Kabel hängen geblieben. Und von hier sieht das halt echt wirklich schwarz aus. Zumindest jetzt mal hier gerade durch die Kamera. Aber es ist, kann ich das nicht irgendwie besser zeigen? Nee, überhaupt nicht. Das ist, genau, machen wir hier Licht. Ja, da kannst du mal das so ein bisschen sehen. Es ist halt lila. Und was ich jetzt natürlich euch auch noch zeigen will, ist, oder euch hören lassen möchte, ist der Sound. Ja, machen wir gerade an. Okay, ja, ich glaube, genau, so geht's aus. Sowas muss man auch mal gezeigt haben, einfach mal so, weil es cool ist, ganz einfach. Ja, und das ist sie und das ist übrigens auch eine Motorradhose, natürlich mit Knieschützern. Ich könnte sie zwar auch noch hier eigentlich noch Hüftschoner reinmachen, aber die werde ich mir auch wahrscheinlich noch holen, aber heute nicht mehr. Die waren halt nicht dabei, die muss ich halt dann noch dazu kaufen. Und ja, das war's. Das ist mein neues Spielzeug. Ich bin schon, seit wann darf ich fahren? Seit 3 Wochen, glaube ich, erst. Also ist noch alles ganz, ganz frisch. Ich bin noch ein absolut blutiger Anfänger, aber ich merke trotzdem schon jetzt, umso öfter ich fahre und ich fahre eigentlich außer zum Einkaufen, weil, naja, ich habe halt jetzt nicht viele Taschen hier, außer diese kleine, fahre ich halt jetzt überall mit dem Motorrad hin und umso mehr ich halt fahre, umso besserer wird es und umso sicherer fühle ich mich auch. Und das ist wie damals vor zig Jahren mit meinem Autoführerschein am Anfang. Das kennt, glaube ich, jeder. Da fährst du noch wie so ein Trottel, der, naja, wirklich nicht fahren kann. Man hat zwar die Erlaubnis, man hat einen Führerschein, aber das heißt ja nicht, dass man ein Auto fahren kann oder Motorrad fahren kann. So, und ich muss mich halt ein bisschen da rantasten. Ich bin überall ein bisschen langsamer, ein bisschen vorsichtiger. Ja, aber ich denke mal, das ist vollkommen normal. Und irgendwann wird halt einfach so laufen wie
mit dem Auto halt auch. Ja, das war's. Zumindest halt Englisch das. Ich kann es eigentlich nicht noch mehr sagen. Ich meine, ich konnte es noch sagen, wissen was zu der Maschine hier selber, aber erstmal kenne ich mich damit auch nicht aus und ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es wen wirklich interessiert. Also ganz kurz vielleicht nur, das Ding hat 61 PS, mehr als ausreichend. Wenn man wollte, könnte ich mit dem irgendwie 180 oder sogar 190 fahren. Ich weiß es gerade nicht. So schnell fahre ich aber nicht. Ich hatte letztens auf der Autobahn, wie viel drauf? Knapp 160 und das war versehentlich. Also wirklich versehentlich. Ich habe einfach Gas angehalten und ging halt nur geradeaus und das gar nicht so mitbekommen, wie schnell ich halt wirklich war. Es war übrigens auch freigegeben, also keine Angst, das war jetzt in keiner 100er Zone oder sowas. Und auf einmal habe ich halt angefangen, mich irgendwie so ein bisschen unwohl zu fühlen. Also keine Ahnung, so von der Geschwindigkeit her. Und dann gucke ich auf den Tacho drauf und denke so, leck mir am Arsch, 160 schon. Habe erstmal wieder langsam gemacht und zwar auf eine Geschwindigkeit, wo ich sagte, die ist jetzt schnell genug, damit ich halt keinen behindere, das ist ja auch wichtig. Aber noch nicht so schnell, dass ich mich halt unwohl fühle. Ja, und das war, ich weiß, 130 oder so, also eine ganz angenehme Geschwindigkeit zum Vorwärtskommen. Ja, was denn so, sonst eigentlich nichts, ne? Das war's. Ich wollte euch eigentlich, das ist mal ein kurzes, kleines Video, einfach mal so zeigen auch, naja, was ich abseits von diesen ganzen Boxen und den ganzen Kram vielleicht sonst noch so mache. Ich meine, das ist jetzt nicht die Welt, ich mache jetzt irgendwie jede Woche immer super genial Spannendes, also für irgendwie so einen wöchentlichen Vlog oder sowas ist mein Leben echt nicht interessant genug, aber dann und wann mache ich halt mal was und dann ist es auch dann meistens ein bisschen was Größeres, so wie das hier, obwohl das war halt in erster Linie was Teureres und nicht was Größeres. Übrigens für die es interessiert, wie teuer denn so ein Motorradführerschein ist, also ich hatte ja schon davor schon den normalen B-Führerschein und ich weiß jetzt nicht genau, ich brauchte jetzt halt ein paar Praxisstunden weniger und auch ein paar Theoriestunden weniger, weil ich halt schon diesen Vorführerschein hatte und unterm Strich mit allem zusammen, ich habe halt jetzt nur die Pflichtstunden gemacht bei der Theorie und bei der Praxis und bin auch direkt bei allen Sachen, bei den beiden Prüfungen, also Theorie und praktische Prüfung, habe ich direkt beides bestanden, habe ich bezahlt, aufgerundet 1300. So, dann habe ich es hier bezahlt, es gibt bestimmt Fahrstunden, das ist vielleicht ein bisschen günstiger, es gibt auch welche, die sind ein bisschen teurer, bei meiner Fahrstunde ist halt so eine kleine Fahrschule hier im Nachbarort, 1300. Das Ganze ungefähr. Soweit ich halt weiß, sind die, da draußen mal gerade was Lautes, sind die Preise beim TÜV. Die müssen, glaube ich, überall gleich sein. Aber was dann halt dann so die Fahrschule nimmt, klar, das ist halt überall anders. Ja, jetzt, das habe ich jetzt. Ich habe bestanden. Das Motorrad ist angemeldet noch bis Ende Oktober. Und ich hoffe, dass ich bis dahin noch einige schöne Tage habe, an denen ich das Ganze halt fahren kann. Und ja, das war's. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt, schreibt es einfach in die Kommentare rein. Oder auch wenn ihr mal, ich weiß nicht, irgendwas anderes noch so wissen wollt, was ich tue, mache, irgendwas sehen wollt, ich weiß auch nicht. Also vielleicht als abseits dieser ganzen Boxengeschichte. Ja, schreibt es einfach und vielleicht habt ihr dann eine gute Idee, der ein oder andere, und dann kann ich daraus halt irgendwas machen. Wir werden es sehen. Ja, in diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns irgendwann wieder. Macht's gut. Tschö, tschö.